Anders als bei vielen Menschen ist das Laufband hier auch nach 2 Monaten noch in Benutzung. Ja, und da standen mir ja zu Anfang echt die Haare zu Berge und hab gesagt, ey, bitte, jetzt kommt doch nicht mit so einem Laufbandzeug, weil es ja auch Trainer gibt, die auf diese Art und Weise die Hunde völlig wahnsinnig machen, also ängstlich Hunde auf Laufbänder stellen und so weiter. Bei Dexter fand ich aber im zweiten Schritt den Move total gut, weil er draußen so überfordert ist und einfach so reizüberflutet ist, dass er im Grunde nicht ansprechbar ist. Und deshalb ging es darum, ihn drinnen auszulasten. Der lässt sich aber auch gerade von mir nicht aus der Ruhe bringen. Ne? Ja, auch gut. Der kommt dann in so eine Trance. Ne? Und das ist genau das, was ich meine. Dass das Laufen dazu führt, dass der mal abschaltet, aber trotzdem läuft. Also im Prinzip dumme Auslassen, also stupides Auslassen. Aber noch mal die Warnung an alle Menschen. Die Idee ist jetzt nicht, ich bin zu faul, mit dem Hund spazieren zu gehen. Jetzt kaufe ich mir so ein Laufband. Guck zu Hause brav, Hundeprofi, und lass den Hund dabei rennen. Das ist nicht die Idee. Unser Ursprungsthema war ja, der ist nicht abrufbar. Und deswegen machen wir ja diesen ganzen Kladderadatsch um dieses Thema herum, weil wir ja wissen, die Ursache des Ganzen ist auch völlige Reizempfänglichkeit. Und damit werden wir auch immer weiterhin leben müssen. Ne? Aber was wir ja erreichen müssen, ist, dass der so in sein Pensum kommt, dass er sich entspannt. Und wenn ihr das ja hier hintergründlich immer macht, können wir ja jetzt mal auf eine eingezäunte Wiese gehen und doch da mal einen Rückruf dann auch gucken. Aber super schön zu sehen ist, dass er nicht gestresst ist dabei. Also zu Anfang war es ja so, dass ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob den das jetzt nicht auch noch überfordert. Aber daran hat er sich toll gewöhnt und wirkt sehr entspannt dabei. Im Freien wird aber schnell klar, warum das Laufband bei Dexter noch Sinn macht. Wie man sieht, auch draußen unheimlich entspannt.